En garde, prêt, allez! Auch 2023 ist das Sportforum Hohenschönhausen wieder das Schaufenster für die Berliner Meisterschaft. Vergeben werden die Titel im Damen- und Herrenflorett der U17. Also Berliner Meisterschaft war schon immer eins meiner Lieblingsturniere und ich habe mich wirklich gefreut, wieder teilzunehmen. Fechten ist ein Sport, der hohe Ansprüche an Koordination, Konzentration und Reaktion stellt. Dass sehr viel Anstrengung dahinter steckt, permanent an sich zu arbeiten, das zu erkennen, ist auch für die jungen Fechter Luis Wagner und Hugo Salus des ausrichtenden Vereins SC Berlin prägt. Trotz des Konkurrenzkampfes lachen die Kumpels immer wieder und geben sich gegenseitig Ratschläge. Wir trainieren hier als Verein, aber dann im Turnier ist nochmal was anderes. Da geht es ja wirklich hart auf hart, das macht jeder auch, gibt sein Bestes, deswegen. Ja, und der Vereinsspirit ist auch einfach da, deswegen. Doch im Finale kämpft dann jeder für sich. Es ist ein enges Gefecht, in dem Salus sich immer wieder an Wagner heranarbeitet, Treffer für Treffer aufholt und starke Nerven beweist. Am Ende setzt sich Wagner dann aber doch mit dem entscheidenden Siegtreffer zum 15:14 durch. Es ist immer knapp bei uns, immer 50-50-Ding und heute war ich mal der Glücklichere. Aber es macht total Spaß, mit Hugo zusammen zu trainieren. Der Team Spirit der zwei 16-Jährigen wird auch nächste Woche gefragt sein. Schließlich gehen sie in Neapel beim EFC Cadet Circuit an den Start. Und dort werden die Kadetten alles geben, um ihren Verein und ihre Nation bestens zu präsentieren. In Topform ist wahrhaftig Emilia Rona vom SC Berlin. Beste nach der Vorrunde und damit an Platz 1 für die darauffolgende Direktausscheidung gesetzt. In den K.O.-Gefechten schlägt sie unter anderem Joy Frigewski vom TSV Berlin-Wittenau. Eine der Favoritinnen knapp mit 15:13 und zieht damit ins Damenflorett-Finale ein. Ein starkes Gefecht zeigt sie auch dort. Ihre Teamkameradin Helene Hagen kann sie sogar mit einem deutlicheren Abstand von 15:4 dominieren und sich als Berliner Meisterin krönen. Natürlich sehr toll, jetzt gewonnen zu haben. Es macht mich sehr stolz, weil die anderen haben natürlich auch trainiert und wissen, was sie machen. Und ja, deswegen ist das natürlich schon eine schöne Leistung. Die Fechterinnen und Fechter zeigen sich schon bei der Berliner Meisterschaft von ihrer besten Seite. 2023 verspricht definitiv ein spannendes Wettkampfjahr zu werden. Denn bereits in wenigen Wochen heißt es beim Weißen Bären und dem GEG Cup wieder en garde, prêt, allez!